Der erste reine Elektro-Honda heißt Honda e und ist noch 2020 auf Österreichs Straßen anzutreffen. Der 3,92 Meter lange Viertürer mit Heckklappe wird in zwei Leistungsstufen verfügbar sein. Mit 136 bzw. 154 PS. Maximales Drehmoment 315 Newtonmeter. Das wassergekühlte Lithium-Ionen-Batteriesystem mit 35,5 Kilowattstunden Kapazität soll bis zu 220 km Reichweite bringen. Mit dem Wechselstrom-Ladeanschluss einphasig Typ 2 werden maximal 6,6 Kilowatt erreicht. Der Gleichstrom-Ladeanschluss Typ CCS2 kommt auf maximal 100 Kilowatt. Eindrucksvoll gestylt ist das Armaturenbrett, das über die gesamte Breite mit Bildschirmen versehen ist. Jeweils am äußeren Rand hat man die Displays für die serienmäßigen, wasserabweisenden Rücksichtkameras. Der Innenrückspiegel kann zwischen digitaler Kamerasicht und normaler Spiegelansicht wechseln. Das Raumangebot des heckgetriebenen Viersitzers ist durchschnittlich. Klein der Kofferraum. Eine geteilte Rückbank ist nach derzeitigem Stand nicht vorhanden. Die Preise starten bei 34.990 Euro für den Honda e mit 136 PS. Um 37.990 Euro gibt es den 154 PS starken Honda e Advance, der aber auch in der Ausstattung noch einige Features drauflegt. Etwa den digitalen Innenrückspiegel, eine 230 Volt Steckdose oder das Premium Soundsystem.